Ist Industrie 4.0 als Wettbewerbsvorteil in der Praxis umsetzbar? Wie kann das Time to Customer damit beschleunigt? Und wie können die Kostenstrukturen selbst bei einer Maximalforderung nach Losgröße 1 weiter verbessert werden? Im neuen Rittal Innovation Center in Haiger zeigen wir Ihnen als Anwender auf 1200 Quadratmetern praxisnah, wie wir Ihre Wertschöpfungsprozesse Schritt für Schritt durchgängig optimieren können. Rittal E-Plan und Sideon präsentieren hier die konsequente Umsetzung von Industrie 4.0 Konzepten im Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Das Rittal Innovation Center ist ein Trainings- und Innovationscenter für Kunden und Mitarbeiter. Im Steuerungs- und Schaltanlagenbau geht es zum Beispiel um die Entstehung eines solchen Schaltschranks für eine Maschine. Kommen Sie mit mir auf die Reise durch die digitale Prozesskette, beginnend beim Engineering, durch die Fertigung hin zum fertigen Schaltschrank. Der virtuelle Prototyp ist das Bindeglied zwischen allen Prozessschritten und entsteht im Engineering mit Lösungen von Rittal, E-Plan und Sideon. Die Schaltschrankplanung startet mit dem funktionalen Engineering mit E-Plan Electric P8. Wesentliches Ergebnis ist der Stromlaufplan und die Stückliste. Es folgt die Aufbauplanung des Schaltschranks mit E-Plan Pro Panel. Der Rittal Systemkonfigurator unterstützt dabei wesentlich die sichere Planung des Gehäuses. Datenbasis für diese Engineering-Lösung ist das E-Plan Data Portal, die webbasierte Herstellerbibliothek. Ergebnis des Engineering-Prozesses ist der vollständig digital beschriebene Schaltschrank. Mit integrierten ERP-PDM-Schnittstellen kann dieses nun in die kaufmännischen und technischen Folgeprozesse übertragen werden. Der Prozess in der Fertigung startet bereits im Wareneingang. Hier unterstützen wir mit Daten aus dem virtuellen Prototypen, aber auch mit effizienten Handling-Tools zum fachgerechten Lagern und Transportieren. Mit weiteren Handling-Tools unterstützen wir im nächsten Schritt die ergonomische Vor- und Demontage von Komponenten wie zum Beispiel Montageplatten. Nachdem die Montageplatte demontiert wurde, erfolgt nun die automatisierte mechanische Bearbeitung von Gehäusen und Flachteilen mit unserem Bearbeitungssender Berferex BC. Die Daten kommen aus dem virtuellen Prototypen, erstellt mit E-Plan Pro Panel. Eine weitere Möglichkeit der mechanischen Bearbeitung ist unser Laserbearbeitungszentrum. Und dies speziell zur dreidimensionalen Bearbeitung von Gehäusen. Auch hier kommen die Daten aus E-Plan Pro Panel. Der Zuschnitt von Kanälen und Dehnschienen erfolgt gemäß der Planung im virtuellen Prototyp. Das Zuschnittcenter optimiert Workflow und minimiert Verschnitt. Mit unserem Klemmleistenbestückungsautomat, der auf Basis der Daten aus dem virtuellen Prototyp vollautomatisch ablenkt, kennzeichnet, bestückt und beschriftet, wird die Qualität erhöht und Zeit eingespart. Die vollautomatische Konfektionierung von virtuell gerouteten Verdrahtungsleitungen kann beispielsweise auf einer Maschine unseres Partners Comax erfolgen.
Alternativ zur vollautomatischen Drahtkonfektionierung oder Konfektionierung mit Handwerkzeugen bieten wir die passende Lösung mit unseren Halbautomaten, beginnend vom Ablenkautomat über den Abisolierautomat bis hin zum Abisolier- und Krimpautomaten. Nach Abschluss aller vorbereitenden Tätigkeiten wie der mechanischen Bearbeitung der Montageplatte, dem Zuschnitt der Schienen und Kanäle, der Konfektionierung der Klemmleiste geht es nun um die Bestückung der Montageplatte. Hier unterstützen wir mit individuell einstellbaren Montagetischen. Nun legen wir die fertig bestückte Montageplatte in unser Verdrahtungscenter. Anhand der E-Plan-Informationen werden sämtliche Schritte, beginnend bei der ATA-Konfektionierung über den Anschluss der Komponenten bis hin zur Verlegung des Drahts im Kanal, vollautomatisch ausgeführt. Mit E-Plan Smart Wiring erhält der Werker eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bei der manuellen Verdrahtung. Datenquelle ist E-Plan Pro Panel. Zeitersparnis, Transparenz und Nachverfolgbarkeit sind wesentliche Vorteile. Nun muss die fertig verdrahte Montageplatte wieder zurück in den Schaltschrank. Hierzu nutzen wir erneut unser Handling-Tool, das uns hilft, ergonomisch zu arbeiten, auch bei der Montage von schweren Komponenten wie zum Beispiel dem Klimagerät. Nun geht es noch um den Anbau der restlichen Komponenten und die Restverdrahtung unterstützt durch E-Plan Smart Wiring. Final die Qualitätskontrolle. Nach erfolgreicher Prüfung haben wir hier das 1:1 Abbild des virtuellen Prototypen als reales Produkt. Lösungen aus den Bereichen Engineering, System und Automation, verbunden durch den virtuellen Prototypen, führen zum effizienten digitalen Workflow. Überzeugen Sie sich hier im Ritter Innovation Center von individuellen Lösungen zur stetigen Weiterentwicklung von Wertschöpfungsprozessen im Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Die Friedhelm Loh Group mit Rittal, E-Plan und Sideon ist Ihr Partner für Industrie 4.0.